Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metal Gear. Metal Gear. Metall ist Zahnrad, ja, also ein cooler Name. Wir werden jetzt mal versuchen, diese Typen da oben zu erledigen, irgendwie. Wie genau, das weiß ich leider selber noch nicht. Ich werde mal kurz den Linken da beobachten, welche Richtung der eigentlich so guckt. Das ist natürlich eine blöde Richtung, aber wenn er sich nochmal dreht, das wäre großartig, weil dann kann ich den hier ein bisschen stabben. Der ist schon mal tot. Alles klar. Kann mich jetzt an den ran schleichen. Na, Wunderbärchen. Okay. Weil ich möchte gerne gucken, ob ich da oben vielleicht irgendwie rein kann. Denn ich weiß es einfach nicht. Ob das in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Wenn ja, gut, geht sogar. Das ist super. Ein Fahrstuhl. Wofür steht denn das R, wenn ich mal fragen darf? Einfach mal ausprobieren. Gar nichts. R. Aha. Was passiert, wenn ich runtergehe? Moment. Komme ich dann irgendwie... Nee, hä? Ach du Scheiße, hier haben wir viel zu viele. Okay, es sind wahrscheinlich irgendwie Stockwerke oder so. Ach du Scheiße, hier haben wir viel zu viele Räume. Oh mein Gott. Was soll ich denn da jetzt überall anfangen? Hund. Okay, bin ich einmal draußen? Okay. Wir gehen die mal alle ab hier. Was soll's. Wir fangen mal unten an. Oh mein Gott, Hunde. Ich gehe davon aus, dass ich die nicht irgendwie plätten kann. Nee, kann ich nicht. So, jetzt werden wir sehen, ob der Fahrstuhl... Ja, okay, der Fahrstuhl hat seinen Zweck erfüllt, alles klar. Hunde sind zu brutal für mich, deswegen gehen wir dann rum. Warum habe ich ja nicht so wenig Leben? Habe ich gar keine Ration genommen? Scheinbar nicht. Brauchen wir das auch nicht. Interessant. Nein! Scheiße, okay, das war unüberlegt. Na, kommt schon her. Bam, bam. Reicht es schon. Das hört man ja in der Musik, wenn der Alarm vorbei ist. Ach du Kacke. Okay, hier muss ich... Eieiei. Hier muss ich ganz viel mit der Tarnung spielen. Ich hab schon... Ach du Kacke. Ja, wahrscheinlich kann ich ja tatsächlich... Ich bin mir da selber nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist. Ich glaube, es ist wirklich so, dass man in dem Spiel möglichst viele Geiseln befreien sollte. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch welche übersehen. Aber umso mehr man befreit hat, desto geiler ist man natürlich. So, dit. Ich bin gecheckt gerade. Ja, egal. Kollege ist gerade gestorben, ist ihm einfach scheißegal. Alles klar. Na los, bewegt euch doch. Mann, sagt ihr schon, dass die Kanten im Spiel sehr merkwürdig sind? Oh mein Gott. Das war nicht unknapp, möchte ich behaupten, ja. Das ist auch gerade gewagt, was ich hier mache. Oh mein Gott, die... Ach, egal. Die Sichtfelder der Gegner sind sehr interessant in diesem Spiel. Muss ich ja wirklich sagen. Ah, funktioniert nicht, okay. Ich verstehe nicht, so wann die Türen nicht aufgehen. Muss ich ehrlich sagen. Okay, von denen geht noch keine auf. Wie viele Chipkarten wir wohl noch kriegen? Wahrscheinlich wie so viele. Ab nach unten. Oh mein Gott. Nein. Ja, irgendeine kommt schon. Oh mein Gott. Ich werde schon gejagt. Danke für deine Hilfe. Das Mitglied von Foxhound, Grey Fox. Er wird in einer geheimen Zelle gefangen gehalten. Okay. Na, meinetwegen. Das Blöde ist natürlich, dass ich jetzt schön von den Gegnern gebumst werde. Ja, da. Oh mein Gott, wie soll ich da denn jetzt gescheit durchkommen? Ach du Kacke. Okay, na, wir haben ja noch mehr Wege, aber ich will hier ganz chronologisch und geordnet dran gehen, ja. Wenn schon. Ah, das Sichtfeld der Gegner sehr herrlich. Die beiden Türen, die funktionierten gar nicht, ne? Okay, der bleibt auch irgendwie tot, der Gegner. Das ist auch interessant. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Mann, so eine Kacke! Ah! Ich check es einfach nicht. Er wird irgendwo gehangen. Nein, ist das schön für dich.
Oh. Nur ein Schuss, ich wäre aber tot. Hm. Ich sollte vielleicht mal wieder eine Ration nehmen, ja? Das wäre gar nicht so klug. Gar nicht so unklug, wollte ich sagen. Natürlich. So, den stab ich jetzt einfach von hinten und schleiche mich dann vorbei. Ist doch okay. Keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Habe ich selber nicht so ganz verstanden gerade. Was zum Teufel, dass mich nämlich gesehen hat. Danke für die Hilfe, Grey Fox ist tot. Okay, danke schön. Foxhound, ne, ist quasi, das habe ich auch schon. Was? Mann! Ich, oh, weißt du, die eine Kamera sieht mich nicht, aber die. Oh. Ja, was soll ich sagen? Grey Fox ist ja die Organisation, für die Snake arbeitet, nicht wahr? Die geheimen Agenten, Top, Espionage, Scheiße, keine Ahnung, wie man es genau definieren soll. Irgendwie so auf jeden Fall. Das Alarmsystem hier verstehe ich irgendwie nicht. Jetzt kann mich scheinbar irgendwie hier vorbeischleichen. Die kann mir da irgendwie gar nichts. Ganz, ganz komisch. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Was? Warum? Du bist... Na! Das Spiel mache ich gerade unglaublich zornig. Das lässt sich aber auch kacke spielen, dieses Spiel. Mit den, die Steuerung allein, weil halt irgendwie mit Steuerkreuz bist du halt irgendwie viel zu langsam und mit dem Stick passiert vieles auf Kacke, die du gar nicht willst. Ah. Würden die Tür? Meine Güte, warst du doch zwei? Na, warst du doch zwei. Ja, Mann, das ist doch kacke jetzt hier. Gleich tot. Okay, überall Gefangene, ja. Meine Güte, wieder Gefangene. Ey! Danke, dass du mir geholfen hast. Die einzige Möglichkeit, in die Nähe der Geheimzellen zu gelangen, ist, sich gefangen nehmen zu lassen. Was? Okay, ich muss mich bei den Gefangenen machen. Die sind eine Klasse aufgestiegen. Cool, anscheinend halt, dass wir eine Geisel befreit haben. Wenn das Spiel, wie das Spiel tatsächlich auch die Möglichkeit nutzt, dass man einfach sauscheiße gesehen wird und mich dann einfach so direkt vor den Gegner setzt, weil es einfach weiß, funktioniert ohne MP. In einer Maschinenpistole aufgehoben, okay. Weil es mir einfach direkt vor die Gegner setzt, ohne dass sie mir irgendwas antun. Das ist sehr interessant manchmal. Aber gut. Vorbei. Oh mein Gott, hier ein bisschen zu viel gerade. Nein! Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es sich jetzt umdreht hier, scheiße. Aber gut, das Schöne ist, hier kann ich einfach campen und warten, bis die alle hier angedanced kommen und die einfach kaputt kloppen. Das ist ganz praktisch. Oh scheiße, kommen die von beiden Seiten. Das ist natürlich blöd, aber egal, ich habe immer noch die Hälfte der Leben. Durch die Klassen steigt die Leben auch auf. Das ist super. Das ist sehr schön. Was? Lol. Keine Bewegung! Ah, jetzt werde ich gefangen genommen. Jetzt komme ich in die Megazellen hier. Führ ihn ins irgendwas. Okay. Hm. Ascha, schön, dass sie meine Sachen nicht abgenommen haben. Hier spricht Big Boss. Infiltration abgeschlossen. Finden Sie die Zelle, in der Grey Fox festgehalten wird. Prüfen Sie auch die Wände. Ende. Das reimt sich. Hier spricht Solid Snake. Bitte. Achso. Ich muss das ausprobieren. Ich kann nämlich ja. Es wurde ja gesagt mit 12033, ne? Ich kann auch die Dings ändern. Das ist schön. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Empf. Okay, da passiert gar nichts. Egal. Aus. Oh, alle weg. Oh, Zubehör. Was soll eigentlich Zubehör bedeuten? Hm. Keine Ahnung. Prüfen Sie auch die Wände. Das heißt, irgendwo hier an der Wand ist irgendein Secret. Hier, irgendwie komme ich raus. Aber mal alle Wände einkloppen. Kann man irgendwas sehen? Oh, die Musik, ey. Denk mir mal. Ich will hier raus.
Ich will hier raus, Mama. Kisten. Die Musik hat sich immerhin verändert, ja. okay. Hier passiert nicht viel. Boah, die 8-Bit-Musik ist real, ey, leck mir am Arsch. Prüfen Sie auch die Wände, hat er gesagt, ja? Aha! Well! Okay, einfach kaputt gekloppt. Macht den. Oh, noch ein Gefangener. Du hast es geschafft, Rekrut. Ich bin Grey Fox. Moin, Kollege. Melgear ist die unbedingte Waffe. Ein für jedes Terrain geeigneter, mit Nuklearwaffen ausgestatteter, aufrechtgehender Kampfpanzer. Ja, ich kenne den schon. Also von den anderen Metal Gear-Spielen. Wenn es vollendet ist, dann kann ein Nuklearanschlag von überall auf dem Planeten her erfolgen. Wir müssen alles tun, was wir können, um diese Waffe zu zerstören, bevor sie fertig ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, um Metal Gear zu zerstören. Und die einzige Person, die weiß, wie man das macht, ist der Entwickler von Metal Gear. Dr. Drago Petrović Mladenov. Drago Petrović Mladenov. Und er wird irgendwie irgendwo hier in diesem Gebäude gefangen gehalten. Finde Dr. Mladenov. Wäre mal gespannt, ob der auch in den nachfolgenden Metal Gear-Teilen noch vorkommt. Grey Fox, ja. Das weiß ich. Auch Big Boss und so natürlich. Aber den weiß ich nicht. Okay, schön, dass ich jetzt Grey Fox habe. Befreit habe, aber ich würde gerne wissen, wie ich aus diesem Knast rauskomme. Mal kurz hier. Hier spricht Big Boss. Grey Fox wird, prüfen Sie auch die Wände. Ja, toll, war da, sagt hier. Hier spricht so alles, Snake, bitte komm. Ja, halt Maul. Ist er jetzt eigentlich raus hier zufällig? Ja, einfach verschwunden. Wie bist du hier rausgekommen? Warte mal, kann ich nochmal weiter nach links vielleicht? Nicht wirklich. Kann ich jetzt nach unten? Einfach mal alles. Aha. Boing, boing, boing. Einfach wieder komplette Wand einkloppen. Aha. Ah, nein, nein, nein. Ach, guck mal, wo ich bin. Jetzt bin ich wieder im grünen Gebiet. Aha. Also komme ich natürlich wieder nirgendwo durch, ne? Weil ich keine Schlüsselkarten habe. Bestimmt kann ich mir irgendwo jetzt meine Sachen zurückholen. Was? Ich bin der Shotmaker. Niemand ist bis jetzt von hier entkommen. Der Shotmaker. Oh mein Gott, ein Boss. Oh, scheiße. Oh, jetzt ist natürlich... das ist natürlich blöd, weil ich nicht gespeichert habe. Wo speichert er jetzt? Ah, okay, er setzt mich hier raus. Das ist gut. Okay, dann. Alles klar. Kein Problem. So, Grey Fox. Bla, 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 bla. Alles klar. Und dann nochmal hier. Bam, 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 bam. Und raus hier. Kein Problem. So, der Shotmaker. Ich habe auch keine... Ah, scheiße. Wahrscheinlich muss ich ihn irgendwie echt in Klopp-Modus erstmal bringen. Kann ich von da aus dann so ein bisschen, aua, bearbeiten. Oder ich kann auch einfach die Tür benutzen. Obwohl, nee, die ist wahrscheinlich zu, ne? Na gut, immerhin werde ich wieder rausgesetzt. Das ist schön. Ist natürlich die Frage, inwieweit das beim Original der Fall war. Da wurde ich bestimmt nicht, einfach so zurückgesetzt. Da war bestimmt so Game Over, nur von vorne das Spiel. Naja, vielleicht nicht so krass, aber... Irgendwas war damals bestimmt, so Speichersystem und so. Wurde auch 87, müsste es schon das manuelle Speichern gegeben haben. Ich kann mich doch mal rein verstecken einfach. Ah doch, ich kann hier weg. Okay. Deine Waffenausrüstung. Ja! Sag ich doch. Okay. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite blöd. Sender. Hä? Sender? Wo hab ich den denn her? Auf der anderen Seite aber auch ein bisschen blöd, weil ich daher weiß, dass ich den jetzt tatsächlich besiegen muss. Und dazu fühle ich mich noch nicht so ganz in der Lage. Oh, die reicht ja voll nicht weit. Ach du Kacke, und ich habe keine Rationen. Ah! Oh.
Man darf wieder keinen Pixel daneben stehen. Klopp, 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 klopp. Ohne Scheiß, Leute, wie kommt man eigentlich früher mit Steuerkreuz spielen, frage ich mich. Mir tut jetzt schon der Finger weh nach 35 Minuten spielen. Ja. Ich bin Grey Fox. Ist okay. Bam, bam, bam. Schön in die Mitte getroffen, ey. Ich bin richtig cool. Ich bin der Shotmaker. Da kommt der auch später wieder vor. Boah, ey, das ist wieder... Alter. Ja, okay, kannst du vergessen mit dem... Ja, kannst du mit dem Stick aber sowas von vergessen. Aber auf dem Steuerkreuz tut's auf Dauer echt weh. Ich will ja nicht weinen, ne? Muss mir irgendwas auf die Finger machen. Irgendwelche Handschuhe anziehen oder so. Wie Pflaster rummachen. Ja, ja, komm, ja. La, 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 ich sag immer das Gleiche den ganzen Tag. Und bam, bam, bam. Boff. Ihr macht die Soundeffekte. Ich bin der Shotmaker. Ich habe den gleichen Text wie eben. So, was stelle ich jetzt gegen den Typen an, ey? Oh. Können natürlich auch mal... ja, toll. Benutze die Richtungstaste und flügt der Rakete zu steuern. Spieler kann sich nicht bewegen, wenn die Rakete kontrolliert wird. Können natürlich mal ausprobieren, ne? Boah, die Steuerung ist so katastrophal, wa? Nein! Ach, witzig. okay, ich glaube, ich kann die selber steuern. Hm. Mann, das ist doch blöd. Okay. Moin. Ich bin Grey Fox. Ja, ist okay, ne? Bam, bam, bam. Oh, diesmal nicht die Mitte getroffen. Ich bin der Shotmaker. Mir ist halt nicht so einen allzu langen Text, das ist schon mal ganz erfreulich. Noch gar nicht so viel Zwischensequenz in dem Spiel, war? Ist ja der Hammer. Ach, guck mal, ich habe Munition dafür. Okay. Will ich natürlich gleich mal ausnutzen, wa? Alter, das ist ja nur so. Die reichen ja alle überhaupt nichts. Die können ja alle überhaupt nichts hier. Was ist denn für eine Reichweite? Wie soll ich den kaputt machen? Den kann ich nicht kaputt machen. Mit Glück treffe ich den 2-3 Mal, bevor ich sterbe. Ich habe ja keine Rationen. Hä? Okay, das ist zu viel für mich hier gerade. Ich mach mir mal den gelben Text den ganzen Tag. Boah, der ist die Kante. Aber Moment. Ich bin aber auch dumm. Warte mal, wenn ich jetzt die Sachen habe, kann ich doch einfach einen Abflug machen. Da hinten zum Beispiel. Ich weiß natürlich nicht, ob die Tür da hinten auch funktioniert mit meiner Karte. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Zack. Oh, die Kanten. Okay, die schon mal nicht. Und die auch nicht. Scheiße. Das heißt, ich muss entweder an dem vorbei da durch die Tür oder den wirklich mal plätten. Oder ich kann es hier nochmal ausprobieren. Nach dem Öffnen der Tür einfach gestorben. Boah, ficken, ey. Das ist ja wohl der Hammer hier. Ich hab denselben Text den ganzen Tag. Und mach nur, was ich mag. Aha. Oh. Oompa Loompa. Boah, lauf doch, du Spacken, ey. Hab ich ja vergessen, welche Tür das war. Okay, nochmal Dry. Ah, dankeschön. Und Munition.
die mir nichts bringt. Die mir einen Scheiß bringen. Weil der Typ nämlich scheiße ist. So, komm ich damit da durch. Bitte, 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 bitte. Ich hasse dich. Boah, jetzt muss ich ihn echt töten, Alter. Ich kann ihn doch nicht töten. Ich bin doch Pazifist. Nein, ich bin einfach nur viel zu schwach für den. Ficken! Ficken! Oh Mann! Ohne Scheiß, den kriege ich nicht kaputt. Ach du Scheiße. Boah, die Steuerung ist so merkwürdig. Boah, wuff, wuff, wuff! Oh. Na, 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 na. Man merkt vielleicht den leichten Wahnsinn, den ich irgendwann immer bekomme. Wie mache ich dich denn kaputt, ey? Meine, wie viel hältst du denn aus, bitte? Wenn ich fragen darf. Das würde ich gerne mal so aus Interesse wissen. Was macht... Ey, die Steuerung, die ist so merkwürdig. Muss ich ja mit Steuerkreuz spielen, ne? Aber das ist halt irgendwie ekelhaft. Ja gut, da ich ja eh rein racen muss, kann ich einfach den hier machen. Scheiße. Oh mein Gott! Okay. Okay, der ist tot. Ich habe zwar keine Leben mehr, aber das ist egal. Möchtest du bitte einen Aufzug haben oder Ration? Oder beides? Das wäre auch gut. Ich vergesse mal, welche ist. Verarschen? Jetzt sind meine. So, falls ich mir jetzt irgendwie auf die Idee komme, mir den Typen da nochmal hinzusetzen, dann drehe ich aber durch. Na gut. So, Nummer 3. Und jetzt können wir ganz entspannt da rechts rausgehen, ja? Ganz entspannt. Yeah. Oder auch nicht. Warum? Warum tust du das, Hund? Och, Mann. Oh, das sind die Todeskanten des Todes, ey. Leck mir am Arsch. Alles Gute ist, ich weiß genau, wo ich bin und ich kann jetzt nochmal speichern gehen. Oh mein Gott, ist das schön. Leute, auch wenn ich wenig Leben habe, ich bin am Ende, wie zu sehen. Ich hoffe, es gefallen und wir werden das nächste Mal... Ja, da sind wir ja letztes Mal lang gegangen jetzt quasi, ne? Mal gucken, ob wir unten nochmal weiter erforschen, aber die Hunde machen mir echt Angst. Ich glaube, da brauche ich erstmal was Gescheiteres, um die zu töten. Und wir werden dann das nächste Mal das Stockwerk weiter oben entlang gehen, wa? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!